Draußen weht ein kalter Wind. Aber das stört den kleinen König heute nicht. Er bekommt nämlich Besuch. Wo bleibt sie nur? Wo bleibt sie nur? Wundert sich der kleine König. Er wartet schon seit dem Frühstück ganz ungeduldig auf seinen Gast. Aber dann, endlich klingelt es. Der kleine König öffnet die schwere Eingangstür und wie ein Wirbelwind fegt die kleine Prinzessin herein. Hallo, kleiner König! Begrüßt sie ihn fröhlich. Da bist du ja endlich, kleine Prinzessin. Komm schnell rein ins warme Schloss. Ja, gerne. Antwortet die kleine Prinzessin und nimmt sich gar nicht erst die Zeit, stehen zu bleiben. Möchtest du vielleicht ein Glas Möhrensaft? Bietet der kleine König seinem Gast an. Aber die Prinzessin ist nicht durstig, sondern voller Tatendrang. Diesmal nicht, danke. Ich möchte lieber gleich was Schönes spielen in deinem Kinderzimmer. Mit diesen Worten steuert sie mit großen Schritten auf das königliche Kinderzimmer zu. Der kleine König sieht ihr mit offenem Mund nach und flitzt seiner Cousine dann aber schnell hinterher. Hey, hey, warte auf mich, kleine Prinzessin. Ich zeig dir mal, was wir zuerst spielen können. Nicht nötig. Ich find schon was. Hört der kleine König die kleine Prinzessin sagen. Sie steht nämlich inzwischen mit leuchtenden Augen mitten im Spielzimmer und schaut sich alles ganz genau an. Ruft sie abwechselnd. Der kleine König hat ja wirklich ein sehr großes Spielzimmer. Was da alles in seiner Truhe liegt. 100 Spielsachen, mindestens. Und die Regale sind über und über gefüllt mit Büchern, Puzzles, Plüschtieren, Baukästen und vielen anderen Dingen. Na, kein Wunder, ist die kleine Prinzessin da sehr beeindruckt. Sie ruft entzückt. Oh, was du alles hast! Sogar Sachen, die ich nicht habe. Tatisen, super duper Schrauber. Sekunden später liegt sie auf dem Boden und ist mit dem roten Lieblingshubschrauber des kleinen Königs beschäftigt. Macht sie und versucht, den Propeller mit dem Zeigefinger anzuschubsen. Hui, der ist prima. Kann man den auch anschalten? Fragt sie. Der kleine König beobachtet ein wenig angespannt, ob die kleine Prinzessin alles richtig macht. Doch ehe er antworten kann, hört er seine Cousine schon fröhlich Ach ja, hier. Rufen. Sie hat den richtigen Knopf inzwischen schon selbst gefunden. Flink klickt sie auf an und in den Hubschrauber kommt Leben. Er fängt an zu brummen, der Propeller dreht sich, bunte Lichter blinken, der Motor tuckert und eine Sirene fiept. Sei vorsichtig mit dem Propeller, rät der kleine König besorgt. Keine Angst, ich bin vorsichtig. Ich pass doch immer gut auf, antwortet die kleine Prinzessin unbekümmert. Sie schaut dem surrenden Propeller ein paar Minuten lang gebannt zu und fragt dann, Sag mal, kann der sich auch schneller drehen? Nein, schwindelt der kleine König. Doch zu spät, sie hat den richtigen Knopf schon gedrückt. Bist du sicher? Sagt sie laut, um das Motorengeheul zu übertönen. Doch, er kann schneller. Hier, diesen Knopf musst du drücken, ganz einfach. Und fliegt der richtig? Nein, ruft ihr der kleine König zu. Nein, er rollt. Ach, wirklich? Nanu, wieso geht er jetzt nicht mehr? Wundert sich die kleine Prinzessin. Kaum hat der kleine König Geht nicht mehr. Gehört, verliert er vor Schreck fast seine Krone. Im Kinderzimmer ist es ganz still geworden. Der Flieger gibt keinen Ton von sich und bewegt sich nicht mehr. Na bitte, jetzt ist es soweit. Der kleine König hat's ja gleich gewusst. Er knirscht mit den Zähnen.
Aber die kleine Prinzessin zuckt nur mit den Schultern. Du hast ihn kaputt gemacht, ruft der kleine König und ist außer sich. Du! Nein, nicht ärgern, kleiner König. Das war doch nur Spaß. Bestimmt, ich habe ihn nur ausgeschaltet, beschwichtigt die kleine Prinzessin. Der kleine König traut seinen Ohren kaum, aber dann fällt ihm ein Stein vom Herzen, groß wie der Felsen von Gibraltar. Oh, Hussa, ich hätte mich fast erschrocken, murmelt er erleichtert. Also dann spiele ich jetzt lieber mal was anderes, beschließt die kleine Prinzessin, und ehe sie auf das nächste Ziel zusteuert, stottert der kleine König noch: Nimm das nächste Mal mal lieber was nicht kaputt gehen kann, kleine Prinzessin, bitte. Damit ist seine Cousine einverstanden. Ist gut, dann baue ich jetzt ein Schloss mit ganz vielen Bausteinen. Dazu kippt sie erst einmal die große Kiste mit Holzsteinen aus. Die musst du nachher aber alle wieder einräumen, bestimmt der kleine König. Das verspricht die kleine Prinzessin und baut zuerst einen großen Turm. Ja, ja, klar doch. Erst wird ein Riesenturm gebaut. So, noch eins, ja. Und da fährt jetzt gleich... Wo ist er denn? Ach, hier. Ganz in ihr Spiel vertieft, greift die kleine Prinzessin nun nach einem Waggon, der nicht weit von ihr auf dem Fußboden neben einem runden Schienengleis liegt. Sie beugt sich vor und bekommt ihn nur mit den Fingerspitzen zu fassen. Ehe sie ihn zu sich herüberholen kann, rutscht ihr der Waggon aus der Hand und fällt zu Boden. Und bei dem lauten metallischen Krach zuckt der kleine König entsetzt zusammen. Ups! Oh. Hoppala! Also... Da fährt jetzt gleich ein Zug dran vorbei. Ein ganz langer Zug. Und schöner Zug. Die Prinzessin hat es sich nun direkt an den Schienen gemütlich gemacht. Die rote Lok mit sämtlichen Waggons vor sich aufgebaut und koppelt jetzt alle in einer langen Reihe hintereinander. Sei vorsichtig mit der Dampflok. Bitte, flüstert der kleine König aus der anderen Ecke des Spielzimmers. Er kniet hinter einer Spielkiste und hält sich die Augen zu, weil er der kleinen Prinzessin einfach nicht mehr länger zusehen kann. Da hört er es schon wieder scheppern und springst entsetzt durch die Finger. Hoppala! Entschuldigt sich die Cousine und hängt den umgestürzten Waggon wieder an die anderen. Nichts passiert. Komm her und spiel doch auch was. Aber der kleine König hat vor lauter Aufpassen keine Zeit zum Spielen. Nein, ich kann nicht, murmelt er. Er setzt sich den Teddy auf den Schoß und flüstert ihm ins Ohr. Guck mal, Teddy, sie nimmt sich einfach alles. Oh nee, ich halte es gleich nicht mehr aus. Ich kann da nicht hingucken und dabei ist es ja schließlich mein Zimmer und sind meine Sachen und du musst mir helfen, mein Teddy. Teddy und der kleine König rutschen auf die kleine Prinzessin zu. Guck mal, kleine Prinzessin, hier ist mein Teddy. Ja, ja. Willst du mal mit ihm spielen? Aber die kleine Prinzessin will nicht. Nein. Tüt. Aus der Bahn! Ruft sie und fährt mit dem Zug weiter im Kreis herum. Der kleine König versucht es jetzt mit einem Trick. Vielleicht fällt ja die kleine Prinzessin darauf herein. Pfiffig presst er sein Lieblingsschmusetier an sich und sagt: Kleine Prinzessin, du könntest Teddy ja sowieso nicht haben. Tja, leider. Anfassen ist nämlich ganz streng verboten. Da kann man nichts machen. Doch die kleine Prinzessin möchte den Teddy wirklich nicht haben. Sie spielt gerade mit dem Segelschiff und sagt: Schon gut, behalt ihn ruhig. Ich habe nämlich gar keine Zeit für den Teddy, weil ich segel doch jetzt sowieso mit dem Schiff nach Amerika. Schwimmi, und der Wind bläst von vorwärts. Wui, und die Wellen treiben mich auf und ab. Wow, glonk, you.
Sie hält sich das Schiff vors Gesicht und wackelt hin und her und bläst dazu mit vollen Backen in die Segel. Jetzt hat der kleine König aber genug. Empört setzt er sich den Teddy auf den Schoß, stemmt die kleinen Fäuste in die Hüften und ruft sehr streng: Du kannst jetzt nicht mit dem Schiff fahren, kleine Prinzessin. Nein? Nein, weil der Teddy jetzt unbedingt selber mal segeln muss. Aha. Ja, und zwar weit, weit weg. Seufzt der kleine König. Und mit diesen Worten nimmt er seiner Cousine das kleine Spielzeugboot ab. Naja, gut, wenn du unbedingt willst. Bitte. Die kleine Prinzessin kann ja auch etwas anderes spielen. Dann spiele ich jetzt eben so lange mit dem Hubschrauber, bietet sie großzügig an. Aber auch damit ist der kleine König nicht einverstanden. Na, nein, nein, Hubschraubern geht leider auch nicht. Den braucht auch mein Teddy. Wenn sein Schiff vielleicht bald untergeht, zur Rettung, braucht er den. So. Das alles reicht dem kleinen König aber immer noch nicht. Die Lok soll auch nicht fahren. Ja, genau, die Lok soll nicht fahren, weil der Dampf beim Fliegen die Sicht stört. Da kann man nichts machen. Tja. Die kleine Prinzessin reißt zuerst nur etwas erstaunt die Augen auf. Hm? Doch dann lässt sie den Kopf hängen, ist ziemlich still und murmelt schließlich enttäuscht. Dann kann ich ja überhaupt nichts mehr spielen. Der kleine König hält Teddy, Flieger und Schiff fest an sich gepresst. Kann ich doch nicht dafür, wenn der Teddy verreisen muss? Grollt er. Aber er muss doch nicht ganz alleine verreisen. Vielleicht können wir ja mal alle zusammen, schlägt die kleine Prinzessin vor. Ja, vielleicht, antwortet der kleine König zögernd. Und dann setzen sich der kleine König und die kleine Prinzessin nebeneinander und nehmen Teddy in die Mitte. Er soll zuerst Bauklötze stapeln. Das ist nicht so leicht und nicht so schwer. So, hier Teddychen. Bau dir mal einen schönen Turm. Hier hast du viele bunte Bausteine, sagt die kleine Prinzessin und schiebt ihm ein paar rote, grüne und blaue Würfel hin. Aber Teddy tut nichts. Er bleibt still und steif vor den Bauklötzen sitzen. Die beiden Königskinder sehen sich verständnisvoll an. Er macht das nicht. Zu schwierig. Ja. Da helfen ihm die kleine Prinzessin und der kleine König. Ich helfe dir, Teddy! So! Zu dritt bauen sie einen riesengroßen Turm. Und der Teddy darf ihn dann umstoßen. Ja! Dann fragt die kleine Prinzessin: Darf Teddy auch mal den Hubschrauber anschalten? Der kleine König überlegt kurz und dann nickt er großzügig. Aber nur, wenn er ganz vorsichtig ist mit dem Propeller. Ach so, vorsichtig. Hm? Ja, gut, sagt die kleine Prinzessin. Teddy darf den Hubschrauber also vorsichtig anschalten. Dabei hilft ihm die kleine Prinzessin. Dann lässt Teddy den Flieger durchs Zimmer rollen und dabei hilft ihm der kleine König. Und anschließend bringt die kleine Prinzessin den Teddy zum Zug. Dort sitzt er im schönsten Abteil und fährt hinaus in die weite Welt. Der kleine König ist der Schaffner und pfeift bei der Abfahrt des Zuges laut mit der Trillerpfeife. Die kleine Prinzessin ist die Lokführerin. Sie fährt nach dem Signal mit viel Zisch und Dampf los. Und der Teddy ist ein echter Reisebär. Er genießt die Fahrt in vollen Zügen. Aber dann, nach ein paar Runden, wird er müde. Er purzelt aus dem Waggon. Teddychen! Rufen die kleine Prinzessin und der kleine König besorgt und sind schon bei ihm. Armes Teddychen hatte einen Unfall, ruft die kleine Prinzessin. Aber
es ist nicht schlimm, versichert der kleine König. Und zum Glück ist Timothy ja da, um ihn zu trösten. Ja, und der Papi tröstet dich auch. Jetzt ist alles wieder gut. Stimmt's, Teddy? So spielen sie noch lange weiter und es wird ein schöner Nachmittag. Ja, besonders für Teddy.